nur auf dem Traumschiff, sondern das ZDF ist während unserer Reise auch noch an Bord und dreht sogar eine neue Traumschiff-Folge. Das ist natürlich sehr, sehr aufregend und spannend, gerade für alle, die diese Sendung vielleicht schon seit Jahren, seit Jahrzehnten verfolgen. Ich nehme mich da selbst mit rein. Also bei uns war das auch immer eine feste Tradition, Weihnachten, Neujahr und an Ostern das Traumschiff zu schauen. Und ist es auch eigentlich immer noch diese Tradition? Von daher habe ich mich persönlich schon von Anfang an sehr darauf gefreut, das hier einmal alles mitzuerleben. Und man kann sich auch wirklich schon vorher drauf freuen, denn man weiß immer vor Buchung oder bei Buchung der Reise, ob das ZDF mit an Bord ist oder nicht. Das ist entsprechend ausgeschrieben, immer in der Reisebeschreibung. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil es gibt so Leute wie mich, die finden das total toll und aufregend. Aber natürlich ist es auch vollkommen legitim zu sagen, das ist mir alles zu viel Trubel, ich möchte das nicht. Und dann entscheidet man sich eben bewusst gegen so eine Reise. Hier an Bord sieht man dann auf jeden Fall auch das gesamte Produktionsteam und natürlich auch die entsprechenden Stars, also Florian Silbereisen, Barbara Busso sind ja so die bekanntesten Gesichter der Sendung, würde ich behaupten. Und sie sind also an Bord auch immer mal wieder präsent. Zu Beginn wurden uns auch alle Darsteller dieser Folge präsentiert. Das heißt, es gab im Theater eine entsprechende Veranstaltung, wo uns der Regisseur auch vorgestellt wurde und auch die ganzen Personen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt in dieser ganz speziellen Folge eine Rolle spielen werden. Allgemein ist es auch so, dass man jeden Tag im Bordprogramm nachlesen kann, wo am nächsten Tag gedreht wird. Das heißt, es sind immer die Zeiträume angegeben. Zum Beispiel von 13:30 bis 15 Uhr wird am Pooldeck gedreht. Und dann ist dieser Bereich natürlich für diesen kurzen Zeitraum gesperrt. Aber auf dieser Reise, muss ich sagen, habe ich es jetzt kaum oder eigentlich gar nicht als Einschränkung wahrgenommen. Das ist natürlich sehr subjektiv. Hier, wie gesagt, auch ich bin einfach ein Typ, ich stelle mich dann daneben und gucke mir das Ganze an und finde es toll. Und mich stört das dann auch gar nicht, wenn ich dann vielleicht mal für 2 Stunden nicht in den Pool gehen kann. Ja? Aber ich verstehe natürlich auch, wenn der ein oder andere sagt, hätte ich jetzt vielleicht gerne ausgerechnet den 2 Stunden den Pool genutzt. Aber man muss fairerweise sagen, es ist so wenig, dass Bereiche mal nicht zugänglich sind. Also jetzt gerade, wenn ich vom Pooldeck spreche, war das einmal bisher während dieser Reise für einen Nachmittag. Das heißt, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass dann tagelang irgendwelche Bereiche nicht zugänglich sind. Also das ist auf keinen Fall der Fall. Wenn das ZDF schon einmal an Bord ist, gibt es denn dann auch die Möglichkeit, selbst ein Teil des Traumschiffs zu werden? Also kann ich mitspielen, kann ich Komparse werden? Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, ganz viele stellen. Und auch ich habe mir hier wieder genau dieselbe Frage gestellt. Und ja, man kann beim Traumschiff Komparse werden. Das ist auch eigentlich ganz einfach, denn direkt zu Beginn liegt eine Liste an der Rezeption aus. Dort trägt man sich einmal ein, dass man generell Interesse hat. Und dann werden immer während der Reise neue Listen hinzugefügt. Das heißt, da steht dann zum Beispiel für das und das Datum in dem und dem Zeitraum, also zum Beispiel für einen Zeitraum von 2 oder 3 Stunden, benötigen wir mal 3 Komparsen, mal sind es 10 Komparsen, 20 Komparsen. Und wenn Platz in der Liste ist, trägt man sich dann einfach ein und dann bekommt man immer am Tag vor dem Drehtag nochmal eine Information auf die Kabine, wo dann auch sowas steht, was die Bekleidungsempfehlung ist. Denn natürlich macht es auch einen Unterschied, ob eine Szene am Pool gedreht wird oder ob eine Szene im Restaurant gedreht wird. Das heißt, da wird dann gesagt, zum Beispiel auf Sommer leichte Badesachen achten oder bitte eher leichte Eleganz für eine Restaurantszene. Das heißt, da weiß man schon so ein bisschen, worauf man sich einstellen kann. Und dann geht man einfach zur angegebenen Zeit zum Treffpunkt und dort wird einem dann nochmal der gesamte Ablauf des Drehs erklärt. Auch ich konnte heute als Komparsin beim Traumschiff mitwirken. Es war sehr spannend, sehr interessant. Also es geht tatsächlich damit los, dass man am Treffpunkt auch erstmal begutachtet wird. Das klingt jetzt so streng, aber dass einfach nochmal geschaut wird, passt das Outfit, was man sich selbst ausgewählt hat, denn tatsächlich auch zur Szene. Weil da muss man auf ganz schön viel achten. Zum Beispiel dürfen es keine total auffälligen Muster sein. Gestreift ist wohl auch schlecht für die Kamera. Natürlich, wenn es draußen eine sommerliche Szene sein sollte, dann darf man nicht zu viel Schwarz tragen. Es dürfen nicht zu viele Leute dieselbe Farbe tragen. Also das ist ganz, ganz interessant zu sehen, wo dann da überall hingeschaut wird. Und in dem Fall zieht man sich dann im Zweifelsfall nochmal um. Und dann wird man aber auch total gut betreut. Also da war ich überrascht. Es wurde für alle Komparsen Getränke besorgt. Und dann wurde immer darauf geachtet, dass gerade bei den Temperaturen, dass man immer sich schön im Schatten aufhält. Und dann nur, wenn es wirklich zum Drehen geht, dass man dann auch sich an die entsprechende Position begibt. Und dann ist es so, dass immer erstmal geprobt wird. Das heißt, dann macht man immer quasi in der Probe immer dieselben Handlungen, immer das, was man halt in seiner
Komparsenrolle ausführen soll. In meinem Fall war das jetzt, dass wir am Pool gedreht haben und dann hat man halt so eine Szene gestellt, wie man gerade sich auf seine Sonnenliege setzt und dann kam auch noch Florian Silbereisen, also der Kapitän, vorbei und dann hat man ihn kurz gegrüßt und ja, das wiederholt man dann einfach immer, bis es dann irgendwann heißt und Achtung, jetzt wird gedreht und dann läuft quasi die Kamera mit und dann geht das immer so weiter. Also für eine Szene, die man dann am Ende im Fernsehen sieht, werden ganz unterschiedliche Einstellungen gedreht. Das heißt, es ist nicht so, dass die Kamera da einmal steht und dann hat man es zweimal, dreimal wiederholt und dann war es das, sondern dann gibt es vielleicht noch vier oder fünf andere Einstellungen und es wird immer wieder dasselbe gemacht. Das heißt, für eine Szene kann es schon sein, dass man so ein, zwei Stunden vielleicht benötigt. Aber es ist auch jetzt nicht sonderlich anstrengend. Als Komparse läuft man ja immer nur durchs Bild. Man muss sich ja keinen Text oder so merken. Und deswegen kann man auf jeden Fall mal gemacht haben. Und ich würde es nur empfehlen, wenn man hier an Bord ist, macht man es einfach mal mit aus Spaß, um das mal zu sehen, wie das so ist. Und wie gesagt, für alle Traumschiff-Fans ist das ohnehin ein Muss. Und auch Kapitän Elmar Müdebach haben wir einmal gefragt, wie es denn für ihn und die Crew ist, wenn auf der Brücke Dreharbeiten für das ZDF-Traumschiff stattfinden. Die haben natürlich spezielle Wünsche, bei denen ist immer wichtig Licht und Ton so ein bisschen. Und für uns natürlich oberste Priorität hat, egal was passiert an Bord, ist die Schiffssicherheit. Und da wollen wir auch keine Abstriche machen, die müssen dann ihre Dreharbeiten dann verschieben. Aber gestern, das war wirklich sehr schön, wir waren ja auf See und dass wir dann auch eine Lücke gefunden hatten, als wir an der Insel Hainan vorbei sind und dann weiter ins offene südchinesische Meer gefahren sind. Da hatten wir also dann weniger Fische und das war dann genauso die Zeit am späten Vormittag, als hier Dreharbeiten stattfanden, und dann war das kein Problem. Und dann ist es außerdem so, wir haben Offiziere, die dann so ein bisschen im Hintergrund Bella Figura machen und Teil der Szene sind, aber natürlich sind das nicht die, die gerade aktuell die Verantwortung für das Schiff haben. Das sind die, die man dann nicht sieht in der Kamera, und die sitzen dann am Radar und da teilen wir dann die Leute ein, sodass natürlich der sichere Schiffsbetrieb natürlich immer noch gewährleistet ist. Eine Grillparty an Deck. Ich liebe es einfach, dass du hier durch dieses terrassenförmige Heck überall einen Platz am Meer findest. Also generell hast du auf diesem Schiff eine extreme Nähe zum Meer. Keine Glasscheibe irgendwie, die hier hochgezogen ist, sondern du bist wirklich direkt an der Reling. Unten die Wellen, das Wellenrauschen, der sanfte Wind, dann auch die warmen Temperaturen. Also das ist einfach komplettes Urlaubsflair. Was ihr im Hintergrund seht, das sind jetzt noch ganz viele kleine Fischerboote, insbesondere auch Kalamari-Fische. Und als wir auf der Brücke waren beim Kapitän, da hat er uns erzählt, dass das auch nautisch gesehen eine echte Herausforderung ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, viele dieser kleinen Boote haben kaum technische Ausstattung. Und manche, gerade die Kalamari-Fischer, die sind noch ganz gut beleuchtet, die sieht man von Weitem. Es gibt aber auch ganz kleine Fischerboote, die nehmen sich einfach eine Zeitung, eine Taschenlampe, beleuchten das, und das ist alles, was sie haben, um auf sich aufmerksam zu machen, hier auf dem offenen Meer. Und das ist natürlich eine Sache, da muss man ganz schön aufpassen, da ist höchste Konzentration gefordert. Und ja, jetzt auch für uns natürlich, wenn wir hier durchfahren, total interessant zu sehen, wie es überall blinkt und leuchtet. Da sieht man erstmal, wie belebt dieses Gewässer hier zu jeder Uhrzeit ist. Wir lassen den Abend musikalisch ausklingen hier in der Vista Lounge. Das ist fast so eine Art Geheimtipp hier an Bord. Denn die Vista Lounge ist ein bisschen versteckt, man läuft nicht jeden Tag zwangsläufig daran vorbei. Und gerade am Abend spielt hier immer ein Duo, ein wirklich auf unserer Reise sehr gutes Duo. Und das macht es natürlich nochmal zu einem entspannteren Erlebnis am Abend und wirklich einfach so der perfekte Ausklang des Abends, wenn man einfach nur noch was trinken will, runterkommen will vom Tag. Perfekt, muss ich sagen. Und
apropos Getränke, wo ich hier einmal meine Margarita in der Hand halte, ihr seht, schon fast leer, ist heute der Cocktail des Tages. Und ein Cocktail des Tages in der alkoholischen Variante kostet gerade mal, ich meine, 4,50 Euro. Also ihr merkt schon, wir haben hier sehr, sehr günstige Getränkepreise. Generell die gesamte Getränkekarte sehr fair vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hat man auf Kreuzfahrt nicht immer so. Also gerade auf amerikanischen Schiffen ist das manchmal exorbitant, finde ich, was die Getränkepreise betrifft. Hier absolut fair, so kennen wir das auch schon von den letzten Jahren von Phoenix. Hat sich aber auch auf dieser Reise nicht verändert, finde ich, ist durchaus auch noch mal erwähnenswert. Am Horizont sehe ich jetzt auch schon so die ersten Lichter, die ersten Fischerboote. Das zeigt, wir nähern uns Ho Chi Minh City. Da sind wir nämlich morgen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Stadt, denn immer wenn wir uns hier an Bord auch mit dem Kapitän über die Destination der Reise unterhalten haben, hieß es immer, dass Ho Chi Minh ein absolutes Highlight ist. Und 5.30 Uhr, so ist die Empfehlung zumindest, soll man morgen schon an Deck sein, um das Einlaufen, um das Panorama zu betrachten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe mich da noch nicht. Ich sehe mich da eher noch in meinem Bett. Aber Maurice hat gesagt, er ist richtig motiviert. Er will sich das anschauen. Er will das gesamte Einlaufen genießen. Und das hat für euch den Vorteil, dass ihr gleich auch die ganzen Impressionen davon sehen könnt. Insofern viel Spaß dabei. Wir lassen jetzt erstmal so den Abend ausklingen. Ho Chi Minh City, früher bekannt als Saigon, ist eine dynamische Metropole im Süden Vietnams. Mit ihrer reichen Geschichte und lebendigen Kultur zieht sie Besucher aus aller Welt an. Doch neben ihrer Schönheit birgt die Stadt auch eine bewegte Vergangenheit im Schatten des Kommunismus. Die Stadt ist nach Ho Chi Minh benannt, dem revolutionären Führer, der eine wichtige Rolle in der Gründung des modernen kommunistischen Vietnams spielte. Heute spiegelt Ho Chi Minh City sowohl den Fortschritt als auch die Auswirkungen des Kommunismus wider, während es sich zu einem wirtschaftlichen Zentrum mit beeindruckendem Wachstum entwickelt hat. Die Mischung aus Tradition und Moderne verleiht der Stadt einen einzigartigen Charme. Besucher können den prächtigen Wiedervereinigungspalast erkunden, die beeindruckende Notre-Dame-Kathedrale bewundern und durch die lebhafte Ben Thanh-Marktstraße schlendern. Wir kommen gerade jetzt von unserer Bootstour und ich wollte währenddessen euch gar nicht noch irgendwas zu der Tour oder zur Landschaft erzählen, weil diese wunderschönen und auch so fast verwunschenen Impressionen wollte ich euch gerne in aller Ruhe überlassen.
Und jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem nächsten Ausflugsstopp. Ich glaube, es geht zu einer Süßigkeitenmanufaktur mit Kokosnüssen und zu einem Obstgarten. Ich freue mich schon total drauf. Und was auf jeden Fall extrem auffällt, ist, wie freundlich alle Menschen hier sind. Man sagt auch, dass gerade dieser Part von Vietnam als besonders entspannend und relaxed gilt, weil die Menschen ja einfach unglaublich dankbar sind für all den Reichtum, den sie hier haben. Also der Reichtum, den der Mekong ihnen geschenkt hat. Extrem fruchtbares Land, viel Obst, viel Gemüse kann angebaut werden und das merkt man. Alle winken, auch während wir jetzt hier an den Häusern der Einheimischen vorbeigehen. Alle sind total freundlich und das ist natürlich ja, eine total schöne Stimmung und da fühlt man sich direkt willkommen. In einem Teil Vietnams, in dem die Küche sehr süß ist. Das heißt, es wird ganz viel mit Kokosnuss in den unterschiedlichsten Variationen gekocht. Das hat man eben auch schon beim Mittagessen gemerkt. Da gab es zum Beispiel so vietnamesische Pfannkuchen, die mit Kokosmilch zubereitet werden und es war schon so lecker. Und jetzt hier wird das Ganze quasi nochmal gekrönt in einer Süßigkeitenmanufaktur. Auch hier wieder alles mit Kokosnuss und mit Reis. Können wir uns das anschauen, wie das traditionell hergestellt wird und es ist fantastisch. Und Genuss gibt es hier nicht nur in Süßigkeiten, Form, sondern auch in flüssiger. Wie sagt man das auf Vietnamesisch? Cheers? Prost. Ich weiß nicht. Oh. Der letzte Stopp unseres Ausflugs und ich glaube, ich bin heute Abend wieder komplett geplättet von den ganzen Eindrücken. Es war so viel dabei. Zum einen natürlich die Bootsfahrt mit den zwei unterschiedlichen Booten. Kulinarisch war diesmal sehr, sehr viel, was aber fantastisch ist. Also die vietnamesische Küche ist einfach ein absolutes Highlight. Und ja, natürlich hier das Mekong-Delta. Also man muss schon 2 Stunden hierher fahren. Deswegen war ich erst ein bisschen unsicher, lohnt sich das? Aber ja, es lohnt sich in jedem Fall. Ich glaube, man hat Vietnam nicht so richtig gesehen, wenn man nicht auch hier im Mekong-Delta war. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, diesen ländlichen Raum zu sehen, anstatt immer nur in den Großstädten zu sein, die natürlich auch unglaublich interessant sind. Aber heute jetzt war es perfekt, einfach genau diesen Ausflug zu buchen. Große Empfehlung.
wieder an Bord sind wir direkt zum Abendessen gegangen, und zwar heute im Restaurant für Jahreszeiten. Es gibt an Bord zwei Hauptrestaurants und es wird jeweils am Abend serviert. Das heißt, es gibt kein Buffet am Abend hier an Bord, aber ich mag das persönlich ja ohnehin lieber, wenn ich am Abend das Essen serviert bekomme. Von der Speisekarte her würde ich sagen, ist es immer eine Mischung aus sehr vielen deutschen Klassikern, was man halt alles so kennt und von zu Hause gewohnt ist, und aber auch immer regionale Einflüsse. Also ich habe jetzt zum Beispiel als Vorspeise eine kalte Filipino-Frühlingsrolle, meine ich. Und es gibt aber heute zum Beispiel auch auf der Speisekarte einen Tafelspitz als Hauptgericht. Also ihr seht schon, die Kontraste sind immer da. Es wird aber definitiv immer versucht, aufs Fahrtgebiet in Bezug zu nehmen. Das heißt, man hat immer auch regionale Gerichte dabei und es gibt auch immer ein extra vegetarisches Menü. Beim Abendessen sind die Tischgetränke bereits inklusive, das heißt, ihr habt Wasser, den Tischwein, Weißwein, Rotwein und den Saft des Tages bereits dabei. Und beim Menü könnt ihr euch natürlich das genauso zusammenstellen, wie ihr gerade möchtet. Also wenn ihr großen Hunger habt, meinetwegen sogar drei Hauptgänge bestellen, mehrere Vorspeisen, es einfach wirklich so kombinieren, dass es für euch das Passende ist. Wir sind mittlerweile beim Dessert angekommen und ich mag tatsächlich so diese klassische Atmosphäre, die hier auch im Restaurant herrscht. Es wird auch viel Wert auf korrekten Service gelegt, also dass zum Beispiel immer korrekt eingesetzt wird. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem ganzen, ja, mit der ganzen Stimmung hier an Bord, gerade am Abend. Es gibt nämlich auch jeden Abend eine Kleiderempfehlung. Die lautet an den meisten Tagen leichte Eleganz, so steht es ganz konkret auch im Bordprogramm jeden Tag. Und das bedeutet für die Herren Hemd zum Beispiel, lange Hose natürlich, geschlossene Schuhe und die Damen entsprechend. Das heißt, hier wird schon drauf geachtet, denn die MS Amadea ist ja das Schiff auch von Phoenix Reisen, das die First Lady ist, also entsprechend auch einen hohen Standard hat. Jetzt sitzen wir hier mit Blick auf Ho Chi Minh City. Es blinkt und funkelt überall. Man hört ganz viel Musik auch noch von Land. Heute ist nämlich Freitag und in Ho Chi Minh City ist es so, beziehungsweise eigentlich in ganz Vietnam ist es so, dass Freitag Karaoke-Tag ist. Die Vietnamesen lieben Karaoke. Ich glaube, das ist in vielen asiatischen Ländern so. Und gerade Freitag, Samstag, Sonntag wird Karaoke gesungen. Man hört es auch. Es ist total lustig eigentlich aus unserer Perspektive. Ich habe mir gerade noch einen Drink bestellt und so genießen wir jetzt auch noch den Abend, und als nächstes ich stelle ihn lieber ab, bevor das jetzt hier noch böse endet. Ich wollte sagen, dass ich mich auf das nächste Reiseziel sehr, sehr freue. Es geht jetzt nämlich nach Kambodscha. Auch eine Destination, die für mich komplett neu ist. Ich freue mich aber, das wieder kennenzulernen. Nicht ganz so ausführlich wie Vietnam. Vietnam hat mir jetzt wirklich mehrere Tage, mehrere Häfen. Kambodscha wird nur ein Hafen, aber trotzdem wird das mit Sicherheit sehr, sehr spannend, und ich freue mich, wenn ihr auch dabei wieder mit dabei seid.